Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so ein salziges Popcorn wie im Kino selber machen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal benötigen wir 4 Esslöffel neutrales Öl, wie zum Beispiel Sonnenblumen bzw. auch Rapsöl, einen Teelöffel Salz und 50 Gramm speziellen Popcornmais. Als nächstes stellen wir mal einen großen Topf zurecht, in dem genug Platz für das Popcorn ist und natürlich auch den entsprechenden Deckel hierzu. Und hier gebe ich jetzt mal meinen 1 Teelöffel Salz und vor allem auch meinen 4 Esslöffel Öl hinzu. Danach schalte ich die Herdplatte auf eine mittlere Stufe, bei mir einmal Stufe 5, und rühre das Gemisch hier innen drin schon einmal etwas um. Nun gebe ich recht zeitnah noch meinen Popcornmais hinzu, mische den einmal hier noch schön unter, und was auch noch wichtig ist, der Popcornmais sollte sich jetzt nicht wirklich überlappen. Deswegen am besten nochmal so etwas auseinander verteilen und dann Deckel drauf. Sobald das erste Popcorn jetzt anfängt aufzupoppen, schalte ich mal die Temperatur noch etwas runter, gehe bei mir also mal auf Stufe 3. Und jetzt ist es noch wichtig, dass man das Ganze hier immer mal wieder schön hin und her schüttelt. Das hat nämlich den Sinn, dass das unfertige Popcorn meist immer wieder auf den heißen Boden runtergelangt und außerdem brennt mir hier drin nicht alles so schnell an. Wenn sich mein Popcorn hier wieder beruhigt hat, dann ist es fertig und jetzt kann ich mal vorsichtig den Deckel hier abnehmen und anschließend das Popcorn entweder in eine Schüssel oder am besten gleich in so eine spezielle Popcorn-Tüte hier füllen. Wichtig ist nur, dass wenn du eine Schüssel verwendest, diese auf gar keinen Fall verschließen, da sonst die Restfeuchte hier in dem Popcorn drinnen bleibt und das Ganze relativ schnell matschig wird. Und somit haben wir salzige Popcorn auch schon selber richtig gemacht. Wenn du dir jetzt übrigens den vermutlich besten Popcorn-Mais, Popcorn-Tüten oder auch einen neuen beschichteten Topf mit Deckel für die Küche zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zum relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäftshilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Utensilien zulegen möchtest, dann einfach hier unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.